Hallo zu unserem wahrscheinlich letzten Video aus Andalusien. Nach knapp 3 Monaten hier müssen wir so langsam das Tempo ein bisschen anziehen. Wir sind hier jetzt gerade in der Tabernas-Wüste und hatten gerade ein bisschen Offroad-Spaß mit unserem Ducato. Im Verlauf von diesem Video wollen wir uns aber vor allem unseren Weg in Richtung Küste bahnen und ja, uns ein bisschen anschauen, wie die Mittelmeerküste hier im Süden Spaniens so aussieht. Wenn ihr Lust habt, uns dabei zu begleiten, dann bleibt dran. Los geht's nach dem Intro. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. In der letzten Woche haben wir unter anderem die einzigartige Landschaft der Gorafe-Wüste bestaunt und in heißen Quellen gebadet. Im heutigen Video lassen wir unsere Drohne in der Tabernas-Wüste fliegen und crashen und erkunden dann vor allem einen Naturpark an der Küste, der seitdem zu einem unserer absoluten Highlights in Andalusien gehört. Los geht's! Und damit nochmal Hallo hier aus der Tabernas-Wüste. Das ist eine der trockensten Ecken Europas und hier gibt es überall so Canyons, in die man reinfahren kann. Das haben wir jetzt auch gerade gemacht. Wir sind hier ein bisschen rumgefahren und es gibt hier überall Filmsets. Also ganz viele Western, alte Western wurden hier gedreht. Zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod und hier die ganzen Bully Herbig Filme und auch ein paar Szenen von Game of Thrones. Und wir wollen uns jetzt gar nicht so lange hier aufhalten und wir wollen auch kein Geld bezahlen für die Filmsets, das interessiert uns nicht so sehr, aber ein paar Aufnahmen von hier schauen wir uns jetzt mal an. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, man könnte sich hier noch viel, viel mehr austoben, wenn man ein richtiges geländegängiges Fahrzeug hat. Aber ja, auch mit so einem Kastenwagen, mit so einem Wohnmobil kann man sich hier ein bisschen austoben, wenn man will. Jetzt geht es aber, wie gesagt, zur Küste. Wir waren jetzt doch relativ lange schon wieder hier im Inland und haben Lust, die blauen Fluten wieder zu sehen. Weiter geht's. Wir sind angekommen am Meer. Ich kann es vorne durch die Scheibe sehen. Wir stehen hier auf einem sehr großen Schotterparkplatz mit ganz vielen anderen Campern. Scheint ein beliebter Spot zu sein. Ich denke mal, die übernachten hier, so sieht es aus. Ich habe gar nicht bei Park4Night oder so geguckt. Wir haben es über Google Maps jetzt einfach angesteuert. Wir sind im Kleinort Cabo de Gata, der den gleichen Namen trägt wie der umliegende Naturpark, den wir uns heute Morgen, übermorgen, in den nächsten Tagen auch anschauen wollen. Aber bevor wir jetzt rausgehen zum Strand, machen wir uns erst noch einen kleinen Mittagssnack, einen zweiten Kaffee und dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour. Nom 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 nom. Thank you.
Ja, nee, du musst parallel noch da reingucken. Du musst das machen, bis die schwindelig ist. Sehr gut. Das du bist so sportlich, gut. Ne? Wahnsinn. Na tut er denn. Wir haben heute mal wieder richtig Glück mit dem Wetter. Wir haben knapp über 20 Grad, keine Wolke am Himmel. Hier geht jetzt so ein ganz kleines bisschen Lüftchen, was eigentlich ganz angenehm ist. Ja. Was dazu führt, dass Tina, na jetzt nicht, aber bis gerade noch einen Pulli anhatte. Ja, ist wirklich sehr schön. Hier in diesem Ort ist jetzt nicht so super viel los. Wir haben noch nicht so viele Menschen gesehen, aber es ist ja auch Winter. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren. Ja. Könnte es sein, dass du die Sonne magst? Liebe die Sonne. Wie klar das Wasser ist. Wir waren jetzt innerhalb von 40 Fahrminuten schon in der Wüste und am Meer. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter rein in den Naturpark. Da soll es einen Leuchtturm geben. Das gucken wir uns mal an. Wir stehen mit dem Camper jetzt auf dem Parkplatz eines Aussichtspunktes hier direkt hinter dem Leuchtturm und wir haben gerade gelesen, das ganze Kap, also dieser Naturpark, ist relativ groß, 330 Quadratkilometer, also wirklich ordentlich und er erstreckt sich hauptsächlich hier an der Küste entlang, geht aber auch so ein bisschen ins Inland und in die Berge, die ihr hier auch hinter uns seht und die gesamte Region ist vulkanischen Ursprungs. Also die Vulkane sind schon seit Millionen von Jahren erloschen. Aber sieht auf jeden Fall noch ihren Einfluss. Mhm. Und wir werden auch morgen oder übermorgen in ein Dorf fahren, wahrscheinlich, wo es noch alte Minen gibt. Denn hier wurde dann aufgrund der Mineralien nach Gold und Co. geschürft. Das werden wir uns vielleicht auch noch anschauen. Mhm. Aber jetzt genießen wir erstmal diese traumhafte Aussicht. Das ja. Wasser ist so wahnsinnig klar. Ja. Es soll hier auch im Park ein paar schöne Sandstrände geben, die man dann nur zu Fuß erreichen kann. Mal schauen, was wir alles so zu Gesicht bekommen. Fehlen eigentlich nur noch die Delfine. Ja, das ist ja schön. Man könnte sie heute sehr gut sehen. Ja. Heute bist du aber mutig, ne? Ja, weiter kann ich.
So, wir sind jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke nochmal zurückgefahren, quasi ins letzte Dorf vor dem Leuchtturm. Hier stehen wir auf einer großen betonierten Fläche mit Blick aufs Meer. Ganz cool. Auch hier stehen wir nicht alleine, das gehört zur Realität. Hier sind ein paar andere Wohnmobile, aber das Übernachten scheint hier erlaubt zu sein. Und das Coole ist, dadurch, dass es hier so eine Halbinsel ist, wird der Sonnenuntergang überm Meer sein. Man kann es schon langsam erahnen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, dann werden wir jetzt hier die Nacht verbringen und morgen dann gucken, was wir da machen. YouTube ist ja eine super Plattform, um sich inspirieren zu lassen. Und das habe ich fürs heutige Abendessen gemacht. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen durch Zufall ein Video geschaut, wo jemand Tiefkühlpizza im Omnia macht. Wir essen gerne Pizza und haben sie auch schon häufig im Omnia gemacht. Aber dann immer mit so einem Teig, den wir dann halt gerollt haben, zu so einer ja, Pizzawurst. Aber es gibt scheinbar eine Variante, wie man auch TK-Pizza ganz gut im Omnia machen kann, ohne dass man irgendwie das Loch in der Mitte rausschneidet. Und das will ich jetzt mal probieren, um zu gucken, ob das schmeckt. Also wir haben die hier schon auftauen lassen. Die ist jetzt ganz weich und wabbelig. Und jetzt wird die einfach nur gerollt, in drei Teile geschnitten und dann hochkant in den Omnia reingestellt. In dem Video wurde es mit drei Pizzen gemacht. Die füllen dann die Form vollständig aus. Ich habe jetzt hier relativ große Lücken. Ich hoffe, dass das nicht auseinanderfällt. Und ich mache noch so ein kleines bisschen Streukäse oben drauf. Ja, das sind natürlich jetzt immer noch irgendwie Pizzarollen, aber es schmeckt richtig gut. Es ist schön kross geworden. Ist ein Traum. Also wenn es mal schnell gehen soll, wenn man mal wirklich überhaupt keine Lust zu kochen hat, wenn man ja einfach mal Bock auf Tiefkühlpizza hat, dann ist es eine sehr, sehr gute Alternative. Ach Leute, wir sind wahnsinnig froh darüber, gerade hier zu sein. Das Cabo de Gata ist wirklich richtig schön. Es ist ein kleines Paradies. Wobei gar nicht so klein, denn wir sind jetzt gerade eine Dreiviertelstunde gefahren, um hierher zu kommen zum Playa de Monsul. Das ist Luftlinie gar nicht so weit weg, aber es gibt keine Straße von der Seite, um hierher zu kommen. Deswegen mussten wir jetzt einmal quasi drumherum fahren und dann jetzt über eine Schotterpiste hierher. Die Fahrt war schon sehr schön, die haben wir sehr genossen und auch jetzt gerade haben wir ja, eine traumhafte fast 360 Grad Aussicht. Es ist einfach schön hier und jetzt gehen wir zu diesem Strand und schauen uns den an. Wenn man nicht solche Frostbeulen ist wie wir, dann könnte man hier richtig gut schwimmen gehen. Ja. Zu kalt. Zu kalt. Thank you.
Ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr dazu sagen. Wer uns kennt, weiß, wie gut es uns hier gefällt. Glasklares Wasser, ein toller Strand, Berge im Hintergrund. Und dann sitzen wir auch noch auf einer Düne. Also, ja, Wahnsinn. Also bis vor wenigen Wochen haben wir noch nie hiervon gehört. Und jetzt können wir alle Leute nur dazu anraten, hier mal herzukommen, wenn man in der Gegend ist. Es lohnt sich richtig, es ist wahnsinnig schön. Ja. Dina, was machen wir jetzt? Jetzt essen wir Salzkaramelleis mit Himbeeren und dann fahren wir zum nächsten Strand. Guter Plan. Ein größerer Kühlschrank, der steht auf unserer Wunschliste, aber ganz, ganz oben. Schmeckt trotzdem gut. Es hat nicht mehr viel mit Eis zu tun. Wir hatten unseren Kühlschrank zu niedrig eingestellt auf unter 4 von 7. Das war ein bisschen zu niedrig, aber es schmeckt trotzdem sehr lecker. Am nächsten Strand und es geht genauso weiter wie gerade. Also es ist einfach paradiesisch schön und eigentlich ist die Küste hier in Südostspanien ja super krass bebaut, aber da hier dieser Naturpark ist, ist hier einfach nichts. Ja, super schön. Voll. Jetzt machen wir was, was wir schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht haben, nämlich Schnipp. Und dann sind wir jetzt hier eine gute halbe Stunde weiter nördlich in der Nähe des kleinen Ortes Rodalquila. Ich dachte, die Fahrt hierher, die können wir einfach mal überspringen. Aber es hat sich herausgestellt, dass es so schön war, dass wir nicht widerstehen konnten und unterwegs noch an ein paar Aussichtspunkten angehalten haben. Also man kann hier locker noch ein paar zusätzliche Tage Zeit verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Es ist wirklich schön. Also wir können es wirklich nur empfehlen, hier mal herzukommen, wenn man in der Nähe ist. Es lohnt sich auf alle Fälle. Jetzt sind wir, wie gesagt, in diesem Ort, oberhalb des Ortes. Denn hier gibt es eine verlassene Goldmine, Ruinen einer verlassenen Goldmine. Die kann man sich anschauen. Hier wurde bis in die 1960er, glaube ich, Gold geschürft. Das gehen wir uns jetzt fix so ein bisschen anschauen. Aber zuerst guckt euch mal die Aussicht von diesem Aussichtspunkt hier oben an. Die ist auch nicht schlecht.
Wir haben leider keinen Goldschatz gefunden. Also, weiter geht's. Jo. Wir sind jetzt an unserem letzten Stopp für heute am Mirador de la Playa de los Muertos, heißt es, glaube ich. Klingt gut. Ja, es ist schon ganz schön spät geworden, aber das gucken wir uns noch an und dann suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Also wirklich eine ganz tolle Aussicht hier auf eine riesige Fabrik. Ja, langsam weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich finde das Cabo de Gata einfach nur überragend schön. Es ist ein absoluter Traum. Für mich ist es eine der schönsten Ecken Spaniens, die wir bisher gesehen haben. Ich bin ein großer Fan. Guten Morgen, wir haben doch nicht an dem Strand bzw. an der Küste, wo wir gestern Abend hingefahren sind, übernachtet, denn da hatten wir tatsächlich kein Internet, auch mit unserer externen Antenne nicht. Jetzt könnte man sagen, mal einen Tag, eine Nacht ohne Internet werdet ihr ja wohl schaffen und ja, normalerweise stimmt das auch. Aber wir waren gestern zum ersten Mal Gast in einem Podcast und um den aufzunehmen, brauchten wir natürlich Internet und deswegen haben wir gestern Abend nochmal umgeparkt und stehen jetzt hier auf diesem Schotterparkplatz in der Nähe des Ortes Carboneras. Hier haben wir gestern den Podcast aufgenommen und den verlinken wir euch natürlich gerne, sobald der irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen rauskommt. Wir wollen euch aber noch was verlinken. Wir haben in den letzten Tagen ja viel vom Naturpark Cabo de Gata geschwärmt und die Person, die uns dazu motiviert hat, im Zweifel die Tabernaswüste vielleicht ein kleines bisschen kürzer zu machen, um mehr Zeit in eben diesem Naturpark verbringen zu können, ist die liebe Stefanie vom Naturzeit Reiseverlag. Die hat uns das allererste Mal im Januar kontaktiert, als sie auf unsere Videos gestoßen ist, während sie gerade selbst in Portugal zu der Zeit oder generell auf der Iberischen Halbinsel unterwegs war, um einen Reiseführer zu schreiben. Und für diesen Reiseführer durften wir ein paar Bilder beisteuern. Aber nicht nur das, wir werden in dem Buch auch genannt mit unserem YouTube-Kanal als eine zusätzliche Inspirationsquelle für alle, die sich die Orte, die in dem Buch genannt werden, auch in Videoform vielleicht nochmal anschauen wollen. Denn ja, viele der Orte, die in dem Reiseführer vorgestellt werden, haben wir auch besucht. Noch ist der Reiseführer nicht erschienen. Das wird im Mai soweit sein. Aber wir durften schon mal einen Blick reinwerfen und euch hier auch die ein oder andere Seite netterweise verlinken. Wenn ihr also zu den Leuten gehören, die nicht nur gerne Videos schauen, sondern die gerne auch einen haptischen, gedruckten Reiseführer mit Tipps, Empfehlungen und Übersichtskarten in den Händen halten, dann schaut euch den mal an. Wir verlinken euch den unten. Er wird südwärts heißen und kann bereits jetzt
vorbestellt werden. Wir machen uns jetzt fertig und auf den Weg, die Mittelmeerküste weiter Richtung Norden zu fahren. Davon zeigen wir euch aber heute nichts mehr. Das gibt es dann nächste Woche im nächsten Video. Heute sagen wir nur noch Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Liebe Grüße aus der Ferne und ciao. Don't look at me. High Protein. Sein Sportei. Ist für die Gains, ja. Ein Sporteis. Mehr. Mehr. Noch mehr. Mehr. Mehr, mehr. Psst, du nervst. Ich hätte gern mehr. Tapsi, 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 tapsi. Also, ganz vielleicht habe ich hier gerade unsere Drohne gecrashed. Geht noch? Zum Glück.